Yo, was geht ab, Freunde? What's poppin' YouTube und willkommen zu einem ultra teuren SBB. Denn wir machen heute ein Full Icon Squad Builder Battle. Und wenn hier einer am Start ist, namens Gamer Brother, sind die Teams immer sehr teuer. Was geht, Bro? Was geht, Bro? Ich hab Bock, Alter. Ich hab Eusebio mitgebracht als Starspieler. Das ist auch sehr teuer. Da habe ich ein bisschen mehr gechillt. Ich dachte mir so, die ganzen Icons, die wir einfügen werden, sind teuer genug. Deswegen habe ich Eto mitgenommen für 1,55 Millionen. Ist aber auch schon teuer, bin ehrlich. Ist auch schon nicht so verkehrt. Freunde, Broski gegen Wakes. Das bedeutet eigentlich immer teure Discards. Ich kann mich nicht an ein Video erinnern, wo es nicht teuer wurde. Deswegen lasst gerne ein Like da, wenn ihr dieses Duo wieder mal sehen wollt. Ich würde sagen 10.000 Likes. Schaffen wir das? Safe, Freunde. Pusht euch rein, Digga, für das Video. Mit der Broski-Army. Die Broski-Army muss hier liken, dann ist das easy. Bin gespannt, checkt gerne auch Broski ab. Da haben wir einen 15 Mio Coins SBB aufgenommen. Auch verrückt geworden. Und damit würde ich sagen, kannst du direkt reinhalten, wenn du magst. Okay, ich muss ja 2 MS bei dir aufschreiben. Das habe ich getan. Ja. Also, tell me, brother. Tell me, brother. Auf der linken Mittelstürmerposition. Ein Spieler, mit dem habe ich so eine besondere Verbindung. Mit dem habe ich mal Fußball gespielt. Cooler Typ. Das ist Kluivert. Superman, deswegen muss der ja heute auch wieder drinstehen. Und auf der rechten Flügelposition, okay, komm, ich löse auf. Ich habe doch teuer gebaut und da würde ich gern mit Pelé gehen. Ja, let's go, den habe ich aufgeschrieben. Pelé und Baggio. Bronze Torwart in den Sturm. Was schreibst du Pelé auf, du 31er? Lecker, Digga. Das ist lecker. Wie kommst du denn? Ey, Mann, ich dachte, ich trickst dich damit aus. Ja. Schöne Sache. Und dann direkt ein Torwart oder was? Yes. Nein, Freunde. Was ist das denn hier gerade? Talbot anstatt Pelé. Wisst ihr, was das für ein Downgrade ist? Unnormal Downgrade. Jo, kannst reinhalten. Was hast ich du? Stürmer LM oder Stürmer RM? Stürmer und RM. Okay. Fangen wir mal bei mir vorne im Sturm an. Da gehe ich auf ganz knackiger Basis einfach mit Rolle Centurion. Alter! Ja, muss Meta machen. Das ist jetzt schon 8,5 Millionen wert. Und im RM gehe ich mit Luis Figo. Ah, und damit hast du auch einen Bronzespieler, mein Freund. Denn ich habe aufgeschrieben Cantona und Luis Figo. Ja, Figo war eine lange Zeit bei mir im Verein, wir es direkt wieder verkauft. Schade. Und weg mit dir, die Coins nimmt man mit. Die kann man später noch gebrauchen nach dem Discount. Auch ein Bronzekeeper oder was? Ich überlege gerade. RM, Bronzekeeper ist nicht so wild eigentlich. Ich glaube, ich poker. Nimm mal einen Bronze RM. Okay. Freunde, ich glaube, das hier, was ich hier gerade aufgeschrieben habe, ist der Call. Aber vorher möchte ich gerne meine Spiele einfügen, wenn ich darf. Möchtest du reinhalten? Das tue ich. Oh, jetzt aber nicht so weitermachen wie eben, ne? Nochmal ein Spieler erraten, reicht mir mit einem Bronze, bin ehrlich. Ich fange in der Mitte an, denn die Mitte muss stehen. Und da muss einer stehen, der ordentlich was zu bieten hat. Und das ist Patrick Vieira. Ne? Der spielt hier heute hoffentlich mal in der Mitte, wenn ich nicht aufgeschrieben habe. Auf der linken Seite einer, der bis nach vorne spielen kann. Ist auch momentan Trainer. Xavi ist es geworden. Ich hoffe, der darf zocken. Und auf der rechten Seite, Paul David Beckham. Alter. Ich habe Pirlo, Zidane und Vieira. Nee, Broski, bitte nicht. Bronze Nummer 2. Du nimmst mir Pelé und Vieira raus. Ich hab keinen Bock, gegen die ganzen Ekligen da zu spielen. Ja, Bro! Ich habe aber Bock, mit denen zu spielen. Schon mal daran gedacht? Ja, ist ein Punkt. Juckt dich nur nicht, ne? Ja. Okay. Dann jetzt bitte aber auch den hier mitnehmen oder den hier oder den hier. Danke. Okay, also. LM starte ich erstmal rein. Da gehen wir auf ganz entspannt. Könnte dieses Jahr sogar ganz cool sein, weil er Technik Plus hat. John Barnes. Barnes! Mhm. Und dann sind wir im Zentrum angelangt. Da habe ich auch 2 geile Spieler für dich. Erstmal ein Abräumer. Gattuso. Centurion. Und daneben, du hast ihn auch, Xabi Alonso. Xabi Alonso. Ah ne, du hast ja Xavi. Ich habe Xavi. Digga, was der mit Leverkusen macht, ne, ist so krank. Ich liebe das, was die gerade da zusammenspielen. Ist so crazy. Darfst du alle 3 behalten. Nedved, Beckham und Zico. Let's go. Weiter geht es in die nächste Runde. Ah, soll ich wieder einschicken oder was? Mach. Mach. Sei ein Macher. Und mach eben den guten Linksverteidiger Zambrotta rein.
Bitte hast du ihn nicht aufgeschrieben. Freunde, ich habe es ein bisschen schwieriger gemacht heute, weil sonst hätte man jetzt einfach Sambrotta Zanetti aufschreiben können, hätte vierfache Chance, dass die kommen, weil die beide links und rechts schreiben können. Spielen können. Sambrotta ist auf meiner linken Seite und auf meiner rechten Seite. Ich muss ihn einfach spielen. Wenn wir ein Full-Icon-SBB machen, will ich ihn dabei haben. Das ist Philipp Lahm. Super Typ. Ja! Marki. Rechtsverteidiger Lahm. Nächster Bronzespieler. Ah! Cole und Lahm aufgeschrieben. 3 von 3, Bro! Geil! Was ist das denn? Geil, Mann! Let's go! Und das kein Prank, oder was? Nein. Digga, 3 von 3. Wie kann das sein? Es gibt so viele Icons, so viele Spieler zur Auswahl. Pele, Vieira, Lahm raus. Das ist... Ey, nö! Bruder! Ja, komm, und ich hab wieder nichts, oder was? Sag. Komm, Außenverteidiger. Ja. Ich muss sagen, ich habe jetzt wieder coinsmäßig ein bisschen angezogen. Ich gehe links mit dem Roberto Carlos. Ja, herzlichen Glückwunsch, spiel ihn mal. Und rechts, First Owner, Carlos Alberto. Digga, wie First Owner, woraus? Keine Ahnung, 25k-Pack. Ja, komm. 25k-Pack, das sind die Packs, die ich am meisten hate. Und er zieht einen Carlos Alberto, der eine Mio kostet aus dem 25k-Pack. Ich glaub's nicht. Komm, darfst wieder beide behalten. Ich hatte Zanetti und Lahm aufgeschrieben. Der Mann kriegt jetzt hier auch mein Chemistry-Style. Hab bis jetzt noch keinen gehabt. Ja, verdient, wenn man den aus dem 25k-Pack zieht. Aber hoffentlich auch Shadow. Hoffentlich hast du ihn gegönnt. Okay, okay, okay. Ich halte rein. Freunde, das Schlimme ist ja, dass mein Eto'o noch drin ist. So, Pelé ist raus. Vieira ist raus. Die kann ich zum Glück auch nicht mehr discarden. So, das ist schon mal gut. Aber mit diesen 3 Bronzespielern gegen Full Icons ist es auch sehr schwer zu verteidigen und so. Deswegen brauche ich jetzt meine Abwehrspieler. Ich fange an mit dem linken Innenverteidiger. Oh, den habe ich aus meinem Icon-Pack gezogen. Hatte ich mal wieder keinen Pack-Luck. War Vidic. Ist nicht viel wert. Deswegen, der ist erstmal dabei. Dann habe ich mir aber einen gekauft, der ein bisschen für Ordnung sorgen muss. Das ist Blanc. Und jetzt kommt der Torwart, Bro. Bitte sag jetzt nicht, dass der Torwart, den du aufgeschrieben hast, mit Vornamen Peter heißt. Und mit Nachnamen Cech. Ich hab Yashin, Bro. Und Innenverteidiger? Maldini und Blanc! Vamos! In jedem Mannschaftsteil ein Bronzespieler. Das ist lecker. Das gab's noch nie beim Full Icon SBB bei mir auf dem Kanal. Das gab es noch nie im Full Icon. Ey, Mann. Und ich habe jetzt noch nicht mal meinen Joker verwendet. Das ist ja das Krasse an der ganzen Sache. Wenn ich jetzt nichts treffe, dann spielst du einfach ohne Torwart, obwohl ich was getroffen habe. Ich habe da aber nicht so ein geiles Gefühl, muss ich sagen. Warum? Hältst du rein? Ja. Ich habe ein bisschen Angst. Okay. Ich habe auch Angst. Wenn ich das beruhige. Als erstes gehe ich mit Bobby Moore, linker Innenverteidiger, gehe ich mit Kömern, Centurion. Wie heißt dein Torwart, den du aufgeschrieben hast mit Vornamen? Peter. Die Frage ist, ob Czech. Schmeichel oder Czech? Czech oder Schmeichel? Die heißen nämlich beide Peter. Hast du ihn drin? Ja. Er heißt Peter Czech! Schmeichel! Nein! Boah! Ach, Freunde! Nein, Blanco Cannavaro! Let's go! Bro, du kommst da mit Eusebio, mit Hullet angelaufen, gegen auf der rechten Seite irgendwie 2 Bronzespieler, Mittelfeld-Bronzespieler. Im Sturm kann ich auch keine Tore schießen, weil ich da einen Bronze-Torhüter habe. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Wir gehen ins Game, Freunde. Ich glaube, das wird heute eine Blamage hier. Das wird heute viele, viele Discards geben und ich glaube auf meiner Seite. Let's go. Möge der Bessere gewinnen. Ab geht's. Okay, Freunde, dann schaue ich mir mal dein Team an, was ca. 12 Millionen Coins kostet, ne? Ja. Mhm. Meins hätte übrigens 10 Millionen gekostet. Was kostet jetzt? Vielleicht noch 5 oder 4 oder so. Da hast du ordentlich was rausgeknallt. Ja, ich habe aber auch Druck. Wenn ich das nicht gewinne, bin ich am Arsch. Ja, aber wie sollst du das nicht gewinnen? Ja. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus, Jungs. Sieht gut aus. Jetzt haut er mir den noch in den Knick. Stell da mal so einen Mann hin jetzt. Mir ist so egal. So wichtig, dass da jemand stand. Ich komm nicht raus! Ja, schön. Faul, böses Zeug. Unruhe hier auf dem Feld. Da ist gar keine Ordnung drin, nicht. Oh mein Gott. Ja. Und wenn ich hier in Führung gehe, wäre das so wichtig. Eto'o. Seelenruhig nimmt er den an.
Seelenruhig nimmt er den an und er macht ihn! Was geht ab, Eto? Hallo, Talbot, kannst du auch dich mal anwählen? Der wollte gar nicht, der wollte den Ball einfach nicht. Der wurde nicht angewählt. Oh, oh. Vidic. Der ist wirklich mein Endgegner. Ganz rüber. Schön. Schön. Xavi! Oh mein Gott, der war grün. Ich dachte, vielleicht kommt er. Nee, das... Digga! Rolle kann nichts. Digga, mein Bronze! Oh je. Ey, ist das geil. Boah. Digga, ich muss hier richtig schwitzen, Digga, das gefällt mir gar nicht. Mir gefällt das eigentlich, wie mein Team spielt. Aber jetzt, wo es 1-1 steht, hast du nicht mehr so viel Druck. Vielleicht braucht mein Team den Druck aber auch. Digga, bist du behindert, Sambrotta? Was ist mit dir los, Junge? Kannst kein Bein mehr annehmen. So lange Winterschlaf gemacht. Ja, komm. Richtig, Junge. Richtig, Alter. Rulle zum Zweiten, das wird dein VIP-MVP. Komm jetzt, irgendwie das 2-2 machen. Ja? Ja? Ja, Mann! Wer bist du? Ja, klare Elva, habe ich genauso gesehen, Schiri. Nummer 99 hat das auch gesehen, wer auch immer das war. Den nehme ich dankend an. Und den nimmt Eto vor allem dankend an. Und dann schießt Eto nach oben links. Oh. Ich hab da Stress hinten, wow. 45. plus 1, wichtige Minute. So geht man okay in die Kabine. Vidic. Ich mein's ernst, ich bin sogar zufrieden, dass ich den gezogen habe mittlerweile. Der ist mies gut. Kleiwert. Oh. Digga, ist das krass. Oh. Alter. Boah, ich hab echt Probleme, Alter. Kleiwert. Ich hab echt Probleme. 3-2, let's go. Oh, wenn ich da vorbeikomme, bin ich durch. Oh. Nein, ja, gut gemacht. Ja. Richtig stark, aber dieser Heel-to-Heel nach außen, nicht erwartet. Oh, Digga, ich muss doch schwitzen, es ist so schlimm. Ich auch. Blocken, bitte blocken, bitte blocken, bitte blocken, bitte blocken. Da gibt's niemanden, ja, der blocken kann. Ja. Den kann ich halt oben nicht schicken, ne? Das ist das Problem. Und jetzt war es das komplett Knockout. Nein! Wieso mach ich einen Curve-Shot? Wieso mach ich einen Curve-Shot? Digga, diese Ecken bekommen aber immer echt gefährlich bei dir. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich glaube, die ist drin. Ja. Okay. Ey, das ist so krank, ne? Das ist so krank, jetzt gibt's hier 2 Discards. Eto, es ist heute Zeit zu gehen, weil ich immer Pech habe beim Discarden. Mal gucken, ob der Bronze flanken kann. Jo, kann er. Nein! Ey, ich war mir so sicher, dass der Ball drin ist. Alter. Albträume! Pfeifer! Elfmeter! Wofür? Oh, ich hatte den Controller schon weggelegt, by the way. Deswegen habe ich ihn jetzt gehalten. Willst du mal pfeifen, Alter? Ach so, ist noch Nein. Zeit. Pfeif noch nicht. Nein. 2 Discards, Freunde. 2 Discards. Er knallt mir den Elfer da mit dem Lupfer in die Hand. Du bist so dreckig, ne? Wie kann man da lupfen? Du wolltest komplett nochmal drauftreten. Mit dem Lupfer. Ich wollte dich vor dem Discarden mental brechen, aber jetzt habe ich dich wieder aufgebaut. Ja, wer weiß. Wir werden sehen, Freunde. 2 Discards, DJ Ambroski hat da gut gemacht. Okay, Leute. Okay, ich lasse es so. Stellt euch jetzt mal vor, die 4 Spieler wären da noch drin im Team. Junge. Erzähl. 2 Stück. Ich fange an bei dir mit dem linken ZM. Und mach weiter mit dem Torhüter. Nein. Wieso bin ich so blöd und stell ihn ins Tor? Wer nimmt heutzutage noch den Torwart? Was habe ich getroffen? Beckham war linker ZM und Ebonok war Torwart. Ach. Wer war im rechten ZM? Xavi. 274.000 kostet Beckham. Eto war Linksverteidiger.
den Bronze, den stoße ich mal hier ab. Zack, da ist er weg und Beckham geht in der SBC, Freunde. Ja, sind 275.000, aber hätte doch schlimmer sein können. Digga, ich dachte nach dem Teambau, das wird so ein easy Snack. Absolut falsch gedacht. Ja, er war auf meiner Seite. Ich sag dir ehrlich, er hat gesagt, die Bronze-Spieler werden heute auch zu Icons. So, Beckham steht hier im Tor, wird abgegeben. GG's. Lasst ein Like da, Freunde, ihr wisst Bescheid. 10.000 Likes sind das Ziel. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Lasst ein kostenloses Abo da. Check Broski ab, 15 USBB. Du hast die letzten Worte, mein Bro. Ja, ich muss spielerisch zulegen, aber ich habe zumindest nicht discarded. Beim Teambau gute Leistung im Spielen. Zumindest die Hausaufgaben erledigt. Über den Elfmeter. 5 Tore geschossen. Über den Elfmeter wollen wir nicht reden. Tschüss. Ja, ciao.